Wolfgang Müller, Mietchef Berlin, der Schweinekopf. In der Regel wird ja der Schweinekopf nur zum Verwursten genommen, bis auf das magere Bäckchen. Aber es ist ein Lieblingsteil von mir und es hat ganz, ganz tolle Sachen drin. Viele, viele Teile, die man verwenden kann. Und ich würde jetzt euch mal zeigen, wo die ungefähr liegen und dann tun wir den ausbeinen. Im Prinzip haben wir hier das magere Schweinebäckchen. Hier vorne haben wir diese Nase, den Rüssel, die Steckdose, auch wenn nur ein Stecker reinkommt. Hier haben wir das Kinn, dann haben wir die ganze Maske hier, dann haben wir das Schweineohr und dann haben wir noch zwei Muskeln drin. Das ist einmal der Nasenmuskel hier drin, das Zäpfchen nenne ich das. Das braucht dieses Schwein zum Bewegen der Nase. Und hier oben haben wir noch das Schläfenstück, so wie ein Nüsschen drin. Das braucht das Schwein, um das Ohr zu bewegen. So, jetzt zeige ich euch, wie man den ganzen Kopf auslöst, die verschiedenen Teile. Und dann erzähle ich euch, was man mit denen allen macht. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Ohr an. Und das schneiden wir jetzt ab. Das ist ganz einfach hier. Dann haben wir schon mal das Ohr. Und dann lösen wir die Maske aus. Da tun wir ganz vorsichtig zwischen Fett und Haut, schneiden wir die Maske komplett runter. Lösen hier das Kinn, die Unterlippe los. So, fahren hier am Rüssel entlang und schneiden das Ganze hier beim Kopf runter. Und haben dann im Prinzip die Maske. Dann haben wir hier dieses magere Bäckchen, das was man ja ganz, ganz toll schmoren kann. Da fahren wir hier unterm Muskel, unter den Knochen zwischen Muskeln rein. Nehmen den Messerrücken, kratzen das ein bisschen vor, weil das kann man dann so richtig schön abziehen. Dann haben wir das schöne magere Bäckchen. Dann, wie gesagt, hier vorne ist noch ein ganz toller Muskel drin, der Nasenmuskel. Den schneide ich auch raus. Und hier hinten haben wir die Schläfe, beziehungsweise der Ohrmuskel. Diese Muskeln sind zwar nicht groß, aber die sind sehr schmackhaft, weil sie durchwachsen sind, Fettanteil drin haben und nachher beim Schmoren oder Sous-Vide-Garen butter weich werden. Das ist ganz, ganz toll. So, dann haben wir auf der anderen Seite hier haben wir im Prinzip auch noch einen kleinen Muskel drin, den wir aber dann zum Wurstherstellen verwenden. Fahren wir bis hier vor, machen wir alles weg. So. Dann hätten wir natürlich noch das Hirn, das fehlt leider, beziehungsweise das kommt bei den Innereien, zeige ich euch das. Wir haben hier noch das Zahnfleisch, wer möchte, kann das natürlich auch verarbeiten. Es sind spezielle Sachen und so, natürlich ist es nicht für jeden Mann da, aber wenn man das kocht, dann kann man sowas, so eine Art wie Ochsenmaulsalat draus machen, ist auch ganz, ganz toll. Dann haben wir natürlich noch die Fettbacke. Die Fettbacke ist oft schön, weil die Schweine ja nicht so alt sind, dass wir kleine Brieschen haben. Ja? Kennt jeder, Kalbsbries gibt es, Lammbries gibt es, aber warum soll man nicht auch vom Schwein das Brieschen essen?
Und dann haben wir die Fettbacke, eines der besten Fette, um Bratwürste oder Salamis zu machen, weil es richtig kernig ist und auch schon noch leicht durchwachsen ist. Was man aber auch ganz gern macht, ich salze das, tue es dann 4 Monate reifen, im Prinzip Luft trocknen, und dann hat man einen schönen Schinken, wo man schön aufschneiden kann. Oder es gibt einen Speziell-Cut drin, den muss ich euch unbedingt zeigen. Zwischen Schwarte und den Muskel, diesen Muskel schneiden wir jetzt raus. Das nennt man den Papada-Schnitt. Das kommt natürlich alles aus Spanien. Die Spanier sind diesbezüglich mit ihren Iberico-Schweinen ein bisschen weiter wie wir. Und das ist ein Stück, das ist für jeden, der Barbecue gerne mag, ein unbedingtes Muss, weil diesen Muskel, den braucht ihr nicht vorgaren, den könnt ihr auch wirklich kurz braten. Schaut euch an, wie der toll durchwachsen ist, schöne Marmorierung hat, den schön würzen und auf den Grill legen, dann habt ihr eine helle Freude. Das ist ein Wahnsinnsstück für alle Barbecue-Freunde, das Papada, ein unbedingtes Muss. Das war der Schweinekopf, viel Spaß damit. Fettbacke. Schweineohr. Nüsschen. Zapfen. Maske. Papada. Mageres Bäckchen. Ries.